Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, erfährt nicht immer optimale Bedingungen. Die Kapriolen des Wetters können den Fahrspaß ebenso trüben wie schlechter Straßenbelag mit allerhand Stolperfallen oder unachtsame Autofahrer. Was die Biker dabei wohl am wenigsten mögen, die Fahrt im Regen. Leider ist sie bei längeren Touren in unseren Breitengraden oft nicht zu vermeiden, aber der Fahrspaß muss dann nicht automatisch zu Ende sein. Denn mit geschärften Sinnen, der richtigen Fahrtechnik und passender Bekleidung kann auch der Regentanz seinen Reiz haben. Vorausgesetzt, Mensch und Material sind dieser Herausforderung gleichermaßen gewachsen. Generell spielt sich die Fahrdynamik bei Regen nicht anders ab als auf trockener Straße. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass Vorgänge wie Beschleunigen, Bremsen, Einlenken und Kurvenfahren deutlich sanfter vonstatten gehen müssen. Zudem ist wegen des schlechteren Reibbeiwerts bei Nässe deutlich weniger Schräglage möglich. Wer eckig einlenkt, abrupt in die Eisen steigt oder ungestüm am Gasgriff dreht, erzeugt bei der Kraftübertragung der Reifen zur Fahrbahn unerwünschte Belastungsspitzen, die die Haftung schlagartig überfordern. Auch beim Herunterschalten und Einkuppeln gilt es, sanfter zu Werke zu gehen. In Kurven lieber einen Gang höher wählen, um mit weniger Drehzahl weich und gleichmäßig aus der Schräglage beschleunigen zu können. Insbesondere weil der Kurvenausgang oft durch PKW-Reifen glatt poliert ist und dadurch noch weniger Haftung als normal bietet. Diejenigen mit besonderer Regen- bzw. Nässeangst sollten sich hier langsam eingewöhnen. Bitte nicht den Mitfahrern aus falscher Eitelkeit im Regen hinterherhetzen. Hierbei geht schnell der Spaß, schlechtestenfalls die Kontrolle verloren. Damit das Vorderrad bei einer Vollbremsung sicher auf feuchtem Untergrund haften bleibt, heißt es vorsichtig am Bremshebel zu ziehen und den Bremsdruck noch langsamer als im Trockenen auf den individuellen Maximalwert zu steigern. Wichtig dabei ist in jedem Fall, hinten kräftig mitzubremsen. Allerdings besteht die Gefahr, dass bei der Vollbremsung das Vorderrad blockiert, was ein blitzartiges Lösen und wieder Nachgreifen erfordert. Wie nützlich ein Motorrad mit ABS sein kann, haben wir ja schon verdeutlicht. Hier muss die Bremse mit voller Kraft betätigt und gehalten werden, um die Wirkung des ABS zu nutzen. Ebenfalls sollten Sie auf weitere Gefahrenstellen achten. Auch Stahlplattenübergänge auf Brücken, Zebrastreifen und andere Fahrbahnmarkierungen können gerade bei Nässe sehr rutschig sein. Im Bereich von Ampeln und Kreuzungen können zudem Ölflecken lauern. Öl- sowie Diesel- oder Benzinspuren sorgen im Trockenen wie im Nassen für Sturzgefahr. Den Blick in diesem Fall nicht nur weit vorausrichten, sondern auch immer wieder vors Vorderrad schauen. Hier gilt, das Motorrad ohne zu bremsen oder beschleunigen leicht aufrichten und dann rollen lassen, da kaum Grip vorhanden ist. Die meist kurzen Rutscher können so ausbalanciert werden. Umfahren Sie in Kurven kritische Stellen wie zum Beispiel Kanaldeckel aus Gusseisen großzügig. Aquaplaning kann bei Motorrad nur bei hohem Tempo und hohem Wasserstand zum Problem werden. Hierbei bildet sich vor dem Reifen ein Wasserschwall, der sich wie ein Keil zwischen Reifenlauffläche und Fahrbahn schiebt. Wegen der wesentlich kleineren Reifenaufstandsfläche und der gekrümmten Kontur tritt dieses Phänomen erst viel später als beim Auto ein.
Trotzdem empfehlen wir, bei starkem Regen maximal 100 km/h zu fahren, weil in tief eingedrückten Fahrspuren der Wasserstand enorm hoch sein kann. Aber Rutschgefahr droht nicht nur bei Nässe. Auch im Trockenen können allerhand unangenehme Überraschungen auf der Straße lauern. Bitumenstreifen zum Beispiel können bei Sommerhitze glatt wie Eis sein. Es ist darauf zu achten, dass man sie in einem möglichst stumpfen Winkel kreuzt, dabei das Motorrad weder beschleunigt noch abbremst und schon gar nicht in Schräglage bringt. Besonders tückisch sind großflächig verarbeitete Bitumenflecken. Aufgepasst, wenn dieses Schild auftaucht. Sand, Staub, Rollsplitt, Wasser oder klebriger Teer können das Motorrad schnell aus der Spur bringen. Gleiches gilt bei frischem Asphalt, der meist mit Rollsplitt abgestreut ist. Mit Bitumen getränkt ist der neue Belag oft über Monate hinweg, speziell bei Nässe, extrem rutschig und gefährlich. Ebenso mit Vorsicht zu genießen sind Fahrten im Herbst. Feuchtes Laub ist, gerade in Kurven, sehr rutschig. Loser Untergrund hat allerdings auch richtig Fahrspaß zu bieten, etwa bei einem Abstecher über leichte Schotterpisten. In heiklen Passagen kann man die Maschine durch Fahren im Stehen ausbalancieren. Allerdings sollte man dieses Vergnügen mit äußerster Vorsicht und dem eigenen Material angemessen genießen.